Minecraft, hier auf der wunderschönen City-Build von Evolution. Jetzt habe ich Minecraft, Minecraft gesagt. Egal, aber guck mal, ihr seht an dem Banner schon, dass ich jetzt Mitglied von den Noodles bin. Juhu! Richtig cool. Und zwar, das ist ein Unternehmen, haben vielleicht einige auch schon gesehen. Im letzten Part sind wir ja zufällig in den beiden Shops gewesen, da hinten. Oh, man erkennt's nicht, da gibt es Kram und da drüben auf der anderen Seite vom Bahnhof Angeln von den Noodles. Ich bin jetzt Mitangestellter bei diesem Unternehmen und habe natürlich deswegen den Shop, den wir beim letzten Mal aufgestellt haben, nicht mehr. Ich könnte den wieder hinsetzen, aber ich brauche das Eisen jetzt eigentlich erstmal so nicht weiter verkaufen. Und warum wohl der Verkaufspreis nicht gezeigt wurde oder Ankaufspreis aus meiner Sicht, keine Ahnung. Es kann sein, dass der zu niedrig war, aber ich weiß da nicht, was die Grenze gewesen wäre. Oh, das sieht so cool aus hier. Hui. Das Rathaus, finde ich, ist so eines der schönsten Gebäude mit geworden, weil das echt richtig detailreich ist, aber oh, darum geht es doch jetzt gar nicht. Und zwar, wir gehen erstmal zu meinem Grundstück in Sahel. Hier werde ich natürlich weiter wohnen. Oh, lol, was ich beim letzten Mal gesagt hatte, jetzt ist tatsächlich der Schneeblock kaputt gegangen. Krass. Oh nein, das backt wieder so komisch. Ich weiß noch nicht, wie oft man das benutzen kann. Heftig. Beim letzten Mal noch so probiert, gespammt und da zweimal. Jetzt ist es kaputt gewesen. So, ich habe mir schon einen Goldblock besorgt und wir machen jetzt mal ein Hotelzimmer. Ich gehe mal wieder zu Fuß dahin, damit ihr auch wisst, wie man da hinkommt. Das ist das wunderschöne Sahel, da ist das Meer. Hat eigentlich da hinten schon jemand dieses... Ne, hat noch keiner gekauft. Da ist ja noch so ein kleines Boot. Yes. Kann man eine Yacht drauf bauen. So, und zwar hier oben bei dem Eingang rechts herum in die enge Gasse hier. Und da ist mein Grundstück, auch hier der Noodles-Banner. Er hing schon ein bisschen länger da. Deswegen, jemand, der das ein bisschen mehr verfolgt, der hätte wissen können, dass ich irgendwann in dem Unternehmen mitmachen möchte. Und zwar hier unten. Ich musste das leider ein bisschen umbauen, weil die Tür mit in die Protection hier rein muss. Also man kann hier so diagonal das setzen, also von diesem Block zu dem Block, damit die Öfen hier auch benutzt werden können. Und das kann dann alles hier benutzt werden. Und den baue ich jetzt mal ab. Weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, ich mache das zum ersten Mal. Und den baue ich auch mal ab. So, und ich stehe auf meinem Grundstück. Wir gehen einfach... Ja, oder? Ich glaube, von hier ist es besser. Unternehmen. Also wir müssen uns das mal durchlesen. Da / Hotel. Ganz wichtig, lest euch immer die Regeln kurz durch. Reseln. Angestellte eines Unternehmens sein, bin ich. Die nötigen Rechte habe ich auch. So, ohne Hotellizenz ist es natürlich nicht erlaubt. So, und prüft auf jeden Fall immer mit / GS-Info. Ich glaube, da fehlt eigentlich All noch dahinter, weil hier wird dann wirklich alles erklärt. Hä? Die maximale Bauhöhe ist 6... Ach so. Die meinen 76, also ab der Höhe 76 ist Stopp. Kann das sein? Ja gut, kann sein, ne? Kein Prestigeobjekt, warum nicht? Hier wohnt ein YouTuber. Oder ich hab's gebaut. Und hier steht Untervermietungen, ja. Das müsst ihr beachten. Wenn da Nein steht, dürft ihr auf dem Grundstück kein Hotelzimmer vermieten. Mindestein Level 10 habe ich. Mindestbusiness 0. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Nochmal das Kaufdatum, Besitzer und Member möglicherweise. Und wir scrollen hoch mit Hoteleinrichtungen, können wir dann gleich sehen, wie es geht. Und bitte füge keine Spieler zu deinem Grundstück hinzu, das ist zu gefährlich. Gut, ich vertraue mal jetzt den ganzen Leuten bei Noodles, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Und dann geben wir jetzt mal ein / Hoteleinrichtung. So, gebe / GS C-Room, Croom, ja, ein, okay. Während du dich auf deinem GS befindest und wähle mit Hilfe eines Goldblocks die Region für das Zimmer aus. Platziere zunächst den Goldblock in der obersten Ecke des Zimmers und anschließend in der diagonal gegenüberliegenden unteren Ecke. Hotelzimmer können zur Miete angeboten werden, indem man ein Schild außerhalb des Hotelzimmers platziert. Und gut, dann Zimmer, Zimmernummer und Betrag für einen Tag. Jetzt ist die Frage bei Zimmernummer, wie viel wir schon haben. Ich weiß es gar nicht, ob wir das sehen bei Business. Ich glaube, hier kann man nur upgraden. Zusätzliche Hotelzimmer. Ich muss das ja eh machen. Und zwar gekauft, gekauft. Okay. Gekauft. Hä? Eines weiteren Hotelzimmers.
gekauft. Sehr schön. Also können wir momentan nur 4 Zimmer verkaufen? Ist das wirklich so? Und maximal können wir, wie viel sind das? Das bekommen wir bei B Info raus. Info? Nee, warte mal, dann war es Business. Oder B Info zusammen? Ah ja, genau, zusammen. Wir haben maximal Mitarbeiter 10, maximale Shops, Hotelzimmer 4. Okay, das stimmt ja mit den 4 Zimmern. So, dann geben wir mal ein jetzt. GS Room. Ach, für Create Room. Alles klar, jetzt verstehe ich. So, jetzt machen wir da einen Goldblock hin und da ein. Wurde erfolgreich erstellt. Und jetzt noch das Schild. Oh nein. Nein. Da drin darf es nicht sein. Es muss außerhalb des Bereichs sein. Es ist die Frage, wo stellen wir das Schild auf? Also ich denke mal, wenn man hier reinkommt, hier sollen ja eventuell noch Shops hin, ne? Je nachdem, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Sachen zu verkaufen. Die anderen haben ja schon kräftig Shops. Ja, das entscheidet sich dann einfach immer so spontan nach und nach. Spricht man natürlich auch ab dann im Unternehmen. Ich finde schon, dass es irgendwie cool ist, wenn das dann direkt hier hängt. So, deswegen schreiben wir jetzt mal Zimmer, eckige Klammer zu, dann die Zimmernummer, 820 Abonnenten habe ich in etwa, keine Ahnung, wenn ich jetzt, oder das ist Zimmer 4, ne, können wir eigentlich machen. Ich weiß nicht, wie die anderen die Zimmer genannt haben, wobei ich bleibe bei 820, vielleicht, wir werden sehen, ob es geht. So, und dann der Preis, und zwar geht es ja darum, also der Preis ist ja Tagespreis, das heißt, ich hatte ja beim letzten Part 400 pro Woche. Das sind so irgendwas 67. Ein paar zerquetschte. Da gehen wir noch ein bisschen runter und machen 55. Ungültiger Name. Ah, okay, Moment. Das heißt also, Zimmernummer, Betrag für einen Tag. Der Name ist ungültig. Dann muss ich wahrscheinlich. Probieren wir es mal mit 4. Zimmer 4 55. Ungültiger Name. Warum? Dann muss ich Zimmer. Wieso werde ich so. Hä? Wer schiebt mich denn hier hin und her? Guck mal, wenn ich mich so. Ne, jetzt macht er gerade nichts mehr. Der Name ist ungültig. Der backt mich trotzdem irgendwie so, immer so ein Stück zurück. Also das war klein geschrieben. Zimmer. Vielleicht muss es so sein. 55. Ungültiger Name. Warum? Ah, vielleicht kann die Anna mir helfen. Sie steht ja da unten und angelt. Vermieten kommt ungültiger Name. Ja, was steht denn da genau? Ungültiger Name, genau. Es gibt doch es wird doch keine Syntax erklärt. Zum Beispiel hier, ich schreibe das jetzt mal so. Mit was? Slash G. Hä? Mach ich? Das habe ich schon gemacht. So, warte. Nur oben. Ist doch richtig so. Oder habe ich jetzt irgendwas überlesen? Eigentlich nicht.
Oh, guck mal hier. Vielleicht Beitrag für einen Tag. Aber das, so steht das doch gar nicht. Betrag für. Betrag, nicht Beitrag. Betrag für einen Tag. Da nehme ich davon an, in die eckige Klammer einfach 55 rein. Zimmer 1 an. Ich kann das ja mal probieren. Also, Zimmer, eckige Klammer zu. Düpp. Und dann. Zimmer 1. Ich habe keine Ahnung. Ungültiger Name. Das ist aber. Da fehlt doch dann was in der Erklärung. Wenn man das erste Mal ein Zimmer vermieten will, oder ist vielleicht da unten einfach kein Platz dafür? Ach ja, dein Fisch, Fischi, Fischi. Ah, danke. Dankeschön. Ja gut, das ist jetzt irgendwie seltsam. Ich setze ihn einfach nochmal hier hin. Oder vielleicht ist es doch groß? Zimmer 4. Das ist doch völlig egal, wie dein Name heißt, oder? Ungültiger Name. Das ist aber seltsam. Okay, jedenfalls, wir machen auf jeden Fall hier auf den Block erstmal Werbung. Ja, hier so. Und zwar schreiben wir da erstmal schön in Rot. Und wir... Und was nehmen wir noch? Wohnen bei und eins einem YouTuber. Das sieht doch cool aus. Aber wieso funktioniert das nicht? Hier drin darf ich ja nicht stehen. Warte mal, ich probiere das jetzt mal ganz witzigerweise. Obwohl da ganz klar steht... Von außerhalb. Ungültiger Name. Dann gucken wir nochmal bei Business. Vielleicht muss man hier irgendwie Hotelzimmer. Hier steht ja aber auch nichts dran, ne? Eines weiteren Hotelzimmers. Wo ist der Fehler? GS Info All. Hier sind jetzt auch kein... Oder... Ei, warte mal. Sahel-5 vielleicht? Ich probiere jetzt einfach alles, was mir irgendwie einfällt. Sahel-5. Auch nicht. Mann. Bude zu, Hotel bleibt geschlossen. Hm. Ja gut, das ist ja kein Problem, das dann rauszukriegen. Müsste ich dann bei den Noodles mal fragen. Aber irgendwie wundert mich das. Hotel ein... Lesen wir nochmal ganz genau durch hier. Außerhalb, ganz klar. Man macht doch diese Pfeilklammer da nicht mit, oder... Weiß gar nicht, wie die sich nennen hier. Das ist die sogenannte Text, ne? HTML-Text, oder... Vielleicht kommen die nicht von HTML, ist ja auch egal, Mann. Ich schreibe das jetzt einfach nochmal so. Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt. Machen wir jetzt Sahel... -5, war das 5? Kurzzeitgedächtnis! Und Preis ist... 5,50. Ja, war klar, dass es daran nicht liegt. Na gut, wir lassen aber hier schon mal auf. Meine Lizenz habe ich und in einem Unternehmen bin ich. Ich darf hier drauf bauen, dass dieses Schild ist ja erstmal nicht irreführend und nicht illegal sozusagen. Ups. Also irgendwie werde ich immer krass herumgeschoben. Also klar, es gibt da dieses Plugin drauf, ich glaube Anti-Cheat oder sowas in der Richtung. Aber teilweise werde ich so richtig gemoonwalkt hier so 10 Meter.
Aber gut, vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp. Ich meine, eigentlich ist es egal, braucht ihr gar nicht erst schreiben. Wenn ihr es seht, das Video, habe ich es wahrscheinlich schon rausbekommen oder mir Hilfe geholt, was das angeht. Aber an der Stelle danke ich erstmal fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, mit Goldblock in der Hand. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.